Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single Alice 15 aus Ackendorf. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr sehen könnt, der Micha ist hier ordentlich am Grubbern und das Feld vorbereiten. Und da hinten kommt unser Neuzuwachs auf dem Hof. Haben uns mal einen kleinen Rasenmäher zugelegt, der jetzt gerade mit durchdrehenden Reifen festhängt. Okay, hängt bestimmt wieder an der Baustellenampel. Dann fahren wir ab hier selber. Danke fürs Bringen, Peter. Peter ist quasi der ortsansässige Landmaschinenlieferant oder Besitzer von dem Laden. Der bringt mir immer die Maschinen auf den Hof. Aber da sie ja neuerdings hier eine Baustelle direkt vor unserem Grundstück einrichten mussten, ist es im Moment ein bisschen schwierig, zu uns hinzukommen mit großen Maschinen oder breiten Maschinen. Die Stadt hat gesagt, ja, wenn es dich stört, beteilige dich doch. Da habe ich gesagt, ja, was kostet mich denn das? Und dann sagen die so zu mir, ja, 32.000 Euro. Und ich so, nö, das ist ein big viel. Das können wir uns im Moment nicht leisten. Dementsprechend müssen wir damit notgedrungen klarkommen, dass da jetzt eine Baustelle ist. Schafe haben wir uns noch nicht gekauft. Dafür müsste ich erst den Raps verkaufen. Ich habe aber gedacht, ich mache erstmal schon ein bisschen. Ich mähe den Rasen schon mal. Dann kann der wenigstens schon mal ein bisschen trocknen. Damit wir dann den Schafen ordentlich Gras hinpacken können. Beziehungsweise wir haben ja auch extra noch einen Lagerort dafür, also von daher können wir die Sachen auch da einlagern. Bin falsch abgebogen. Hier ist unser Silo, hier können wir nur das meiste Mehl reinpacken. Also da geht definitiv nichts anderes rein. Weder Silage, Silage schon. Weder Häckselgut, noch Stroh, noch Gras. Da geht nur das meiste Mehl rein. Mal aufklappen hier. Ja, ich kann mal eben aussteigen und euch zeigen, was wir hier so Feines haben. Wir haben hier einmal den Einfend zu finden, wie immer auf den üblichen Seiten. Und wir haben das Mähgerät von McHale auch zu finden auf den üblichen Seiten. Das werde ich jetzt nicht jedes Mal wieder sagen, wo ich die her habe. Und dann wollen wir mal schauen. Sieht soweit ganz gut aus. Wir müssen mal eben kurz gucken. Man konnte. Ist schon okay. Der legt gleichzeitig die Sachen oder kann die Sachen im Schwatt ablegen und als Breitablage. Wir wollen natürlich Schwatt haben, wir wollen das ja aufsammeln. Ist er jetzt vorne an oder ist er jetzt vorne nicht an? Das ist hier gerade die Frage. Hinten hören wir es, da läuft er. Und vorne? Geht nicht, weil der Traktor keine Zapfwelle hat. Doch, hat er. Also müsste doch eigentlich. Ah, okay. Alles klar. Neue Technik. Mal hier die kleine Wiese, die wir haben, mähen. Nicht zu nah ran, wir wollen ja nicht im Zaun stecken bleiben. Das mit dem Ladewagen einsammeln und auf dem Hof lagern erstmal, bevor wir das an die Schafe weitergeben. Sollte doch eigentlich passen. Nicht ganz. Habt ihr nicht gesehen?
So, weiter geht's. Hört er nicht jetzt? Achso, ja. Man sollte die richtige Taste drücken, dann funktioniert es auch wieder. Ist halt nur eine kleine Wiese, wie gesagt. Aber viel brauchen wir nicht. Wir haben bei Feld 4 ist es, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Da haben wir auch nochmal ein klein bisschen Gras. Da können wir gleich nochmal weiter mähen, dass wir alles haben. Micha dürfte dann auch so langsam. Ah, er sagt zumindest, er ist fertig mit Feld 1. Im Grubbern, da müssen wir gerne mal gucken, ob er wirklich fertig ist. Er sagt immer gerne, er ist fertig, obwohl er gar nicht fertig ist. Aber dafür ist er ja noch in der Ausbildung. Er muss das halt alles noch lernen, der Junge. Einmal noch drehen. Dann haben wir auch schon das erste Feld fertig. Weiter zu Feld Nummer 4. Ich schätze mal, wir werden dann über kurz oder lang auch eins der Felder, die wir hier haben, von den kleinen Feldern als Wiese machen, dass wir das komplett mähen können. Dass wir nicht immer nur auf diese Fisselkram, so wie jetzt hier, zurückgreifen müssen. Feld 4 werdet ihr gleich sehen, es bietet sich eigentlich dafür an, dass man das als Wiese macht, quasi. Und da wir ja auch Heu brauchen für unsere Mast. Und für unsere Kühe, wo ich noch nicht weiß, wo man hier die Milchkühe hinpackt. Das habe ich noch nicht rausgefunden, da muss ich nochmal gucken. Da wären wir. Jetzt fahren wir erstmal spontan dran vorbei. Ne, wie ihr seht, hier gibt es genug Umrandung, die schon aus Gras besteht. Hier sieht man es ganz gut. Bietet sich einfach an, dass diese Wiese. Dass dieses Feld eine Wiese wird. Keine Hektik verbreiten hier. Das bietet sich einfach an. Sonst hat sich am Hof nicht viel getan. Also ich habe. Oder es sind noch keine neuen Maschinen außer der Traktor hier und das Mähwerk dazugekommen. Die Felder sind in Bearbeitung, hat man ja vorhin gesehen. Ganz gut. Und es geht seinen Gang. Bisschen Geld ist auch noch da. Aber da müssen ja auch noch die Schafe von einziehen. Apropos, das könnten wir eigentlich, wenn wir hier rumgefahren sind, mal machen. Dass wir uns schon mal die Schafe kaufen. Weiß nicht genau, was wir nehmen. Gucken. So 50 bis 100, habe ich so gedacht. Dass wir auch ordentlich Wolle nach einer Zeit kriegen. Soll sich ja lohnen.
Ja, anheben, rückwärts drehen. Ich weiß. Wirtschaftlichkeit, wenn man im Kreis fährt, ist jetzt nicht so gegeben. Das soll es auch schon gewesen sein. Leisten wir uns mal eben die Schafe hier. Hier seht ihr. Kühe, Schafe, Hühner, Masthuhn, Mastkuh, Mastlamm, Mastschaf, Schwein, Rind. Also wir haben hier alles, was das Herz begehrt für die Mast. Und jetzt wollen wir erstmal Schafe haben. Ich denke mal, wir werden erstmal 50 nehmen. Damit das erstmal. Haben wirklich keine Kohle mehr. So. 50 Stück. Gucken wir uns die gleich nochmal auf dem Hof an. Seht, den Weg bin ich noch nicht gefahren. Hier liegt der. Der ist noch feucht. Der muss erstmal wieder freigefahren werden. Wie gesagt, die Schafe kommen direkt hier hinterm Hof raus. Wir parken mal hier. Hier haben wir es auf der Weide. Und dann werden wir mal gucken. Wasser brauchen wir. Wasser kriegen wir direkt auf dem Hof. Dann haben wir hier quasi genau einen Brunnen. Wer ihm schon aufgefallen ist oder wer es nicht weiß, hier ist ein kleiner Brunnen. Da holen wir dann das Wasser her. Kannst später auch ein Wasserwerk hier kaufen. Habe ich schon gesehen, dass man es kann. Ja. So viel kostet das Wasser jetzt ja auch nicht, wenn man sich das aus der Leitung hier zieht. Also, daher werde ich mal gucken, ob sich das tatsächlich lohnt, das Wasserwerk dann zu bauen, was es überhaupt kostet. Darüber habe ich überhaupt noch keine Ahnung. Das müssen wir uns alles mal angucken, wenn wir da dran vorbeikommen. Was denke ich mal nicht so lange dauern wird, bis wir mal die ganze Karte irgendwie abfahren. Gerade wenn wir Sachen verkaufen müssen. Na, wir haben zwar das Depot, aber wer sagt denn, dass wir jedes Mal zum Depot fahren müssen? Passt das von der Höhe? Gerade so. Ups, oh. Hätte man vorher vielleicht mal senken können. Kann man mal machen. Dann gucken wir gleich mal. Micha sagt, er hat das Feld fertig gekruppert. Gucken wir uns das gleich mal an. Was er denn da so Feines gemacht hat. Oh, absenken. Rüber. Alles dreckig gemacht hier drin. Ja, Fenster aufgelassen, als ich durch die Matschpfützen gefahren bin. Fällt mir gerade auf. Nicht so schlau. Ja, fertig ist er, sagt er. Überhaupt nicht fertig. Na, wieder Pause macht er da wieder bestimmt. Keiner mehr da, du.
Einfach den Traktor allein gelassen. Offen ist er auch noch. Schlüssel steckt. Eieieiei. Ah, die Jugend von heute, du. Bestimmt wieder hier eine junge Dirn gesehen, die wieder vorbeigelaufen ist. Dann ist ja wieder nichts zu halten. So geht das ja nicht, ne? Na gut, dann müssen wir das halt fertig machen. Wer weiß, wo der Bengel schon wieder ist. Bei 9 Uhr. Eher Frühstückspause als Mittagspause. Aber da kriegen wir ihn auch noch von weg. So geht das ja nicht, ne? Mitten während der Arbeit, du. Gut, ich werde jetzt das Feld weiter zu Ende grubbern. Das andere Feld auch. Raps verkaufen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir ans, wenn, oder wenn es hier ans Sehen geht. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Und bis dahin, macht's gut.